Majestätisch wie ein Schwan über den See gleiten, das ist gerade im Winter ein besonderes Erlebnis. Quinten am Wallensee, bekannt für mediterranes Klima, ist auch im winterlichen Kleid ein Besuch wert. Wallenseeschifffahrt macht es möglich, mit einem recht komfortablen Fahrplan. Und eben bei winterlichen Verhältnissen auch eine ganz besondere Erfahrung, wenn einem die Wind durch die Tor durchstreift. Ich habe die Schiffländi angesteuert. Die hat nämlich auch im Winter am Wochenende vom Freitag bis zum Sonntag offen. Das Ambiente ist gerade auch im Winter ganz speziell. Ich habe das winterliche Ambiente genossen und von draussen eingeschaut, wie der Elvis Montanile, der Geschäftsführer, bedient hat. Er hat alle Hände voll zu tun gehabt. Klar, dass er da Unterstützung brauchen kann. Am 16. Dezember hat er darum den Rolf Schmid verpflichtet, weil der kann den Job jetzt gerade brauchen. Es war halt so unhorhart für mich. Unhorhart. Das kann ich euch also sagen. Ja, weißt du, wenn also ein Skiarbeiter, als Eisenbähner, plötzlich auf der Straße stehst, von einem Tag auf den anderen, da bist du einfach nicht drauf vorbereitet. Tag ein, Tag aus, auf den Gleis und plötzlich stellen sie dich auf die Straße. Ja, da bist du völlig ab der Schiene. Und total neben der Spur. Ja, und jetzt bin ich dann auch gesehen. Ja, Mama hat mich eben entlassen. Und wieso hat man mich entlassen? Weil sie mich nicht mehr brauchen können. Ja gut, dafür hat er jetzt eine Anstellung beim Elvis am 16. Dezember eben. Und der Elvis macht noch etwas ganz Spezielles. Das ist doch ein schönes Ambiente, wenn man da hinten ist. Am Abend ist es hier ein bisschen abdunkelt. Es ist stimmt, es sind Kerzen, die hier überall hängen. Sind da. Man hat draussen eine schöne Feuerschale. Also wenn man wirklich schon hier läuft, sieht es wunderschön aus. Man fühlt sich wohl. Wir sind jetzt am 1. Advent Samstag hier, auch wunderschönes Wetter. Wir haben Gäste drin, aber wir haben jetzt die Gäste extra nicht gefilmt. Aber die Gäste sind alle wirklich begeistert von diesem Ambiente. Gott, man müsste einfach mal sich einen Rutsch geben, mal irgendwie das Schiff einsteigen und daher kommen. Es ist wirklich ganz etwas Spezielles. Das ist so, eben wie im Sommer sowieso. Das ist klar, wenn es schön ist, ist ganz klar mit einer wunderschönen Platane, die ganz dick ist dort drunter. Und eben das Ambiente selber ist wunderschön. Man hat den See gerade hier, man hat Reben hier, man hat Berge hier, man hat Feigenbäume hier, man hat Palmen hier, man hat Quitten hier, man hat Kiwi. Also wirklich südländisch. Und es ist halt im Winter nicht viel anders. Es ist genau so schön. Und ich sage mir jedes Mal, auch wenn es regnet oder so, ist es immer noch schöner da hinten, wenn es regnet, als wenn man irgendwo in einer Stadt hockt und es regnet. Man merkt, ihr selber macht es richtig Freude, ja? Ja, sehr, ja. Ich als Südländer. Das ist natürlich schön, so ein südländisches Klima, oder? Freust du dich auch auf die Events? Sehr. Das ist immer eine Herausforderung. Es ist immer wieder etwas Neues. Wir machen ja jedes Jahr und immer etwas anderes. Immer mit anderen Leuten. Und von dem her ist es sehr, sehr schön, sehr lustig, angenehm. Und eben das Ambiente und alles passt wirklich dazu. 16. Dezember, gell, der Rolf Schmid, gell? Ganz genau. Das ist ein Bühnenkomiker. Der ist natürlich sehr bekannt auch. Und alles sind jetzt schon sehr gut gebucht. Ziemlich alle auch, die wir schon im Nachhinein auch noch haben, sind wirklich gut gebucht. Stefanie Miss Schweiz. Ehemalige Miss Schweiz, genau. Ja. Die kommt dann auch, ja. Silvester gibt es auch etwas natürlich, am oder? Silvester machen wir einfach Bourguignon. Es gibt auch ein Apéro, es gibt ein Vorspeis, es gibt ein Bourguignon, es gibt ein Dessert. Dort ist es einfach ohne Anlass. Es ist einfach Messer und Gabel gemütlich. Kommt. Messer und Gabel kommen im Februar. Die sind letztes Jahr schon da, es war ein super Erfolg. Also es ist dann auch manchmal schwierig, müssen arbeiten dabei, wenn man die noch hört und mal lachen und machen und das Zeug tragen. Aber es ist wirklich ganz speziell und eben, bei so Humor drin ist man sich halt gewöhnt. Man sitzt irgendwo in einem Publikum inne und da ist halt wirklich dann noch verbunden mit einem schönen Essen. Jeder hat seinen eigenen Tisch, jede Gruppe, die kommt, hat sein eigenes Tischli. Man hockt nicht aufeinander oben. Von dem ist halt wirklich noch spezieller die alles bei uns. Reservieren macht Sinn, nehme ich an. He? Ja, ja, man muss. Auf jeden Fall. Weil erstens nur schon die Schifffahrt, man muss wissen, wie viele Leute das kommen. Wegen der Menüs sollte es wissen. Und eben nur gesagt, eben, es kommt mit Tickets, alles wie man einen normalen Anlass auch überall. Also reservieren ist sehr, sehr, sehr sinnvoll. Also wenn man einfach kommt, dann gibt es natürlich keinen Platz mehr. Gibt, oder? Und wenn man natürlich um die Zeit kommt und man hat keinen Platz, ist nicht so toll. Speziell natürlich warst du vor allem auch für dich der italienische Abend, oder? Ja, das ist ganz klar. Der ist am 27. Januar. Ein Spezieller daran ist halt einfach, da kommt die Familie Fresia. Die sind aus Torre Bormida, aus dem Piemont. Die haben dort ein Agri-Hotel. Die nehmen ihre eigene Ware mit und kochen da.
von dem ist das halt ganz speziell. Es ist nicht ein normaler italienischer Abend, wo wir quasi mir selber kochen und es gibt Pasta oder es gibt das. Es gibt wirklich piemontesische Spezialitäten, selber gebracht und selber gekocht von ihnen selber, von der Familie Flesia. Das ist auch noch ganz, ganz speziell. Hast du überhaupt noch Platz? Dort habe ich noch knapp, also nicht mehr allzu viel. Also ja. Ich habe etwa 30 Leute, die ich noch nehmen kann. Nachher ist es voll. Das ist glaub generell gell, bei diesen Events, also, da muss man schnell sein. Ja, eben, wie gesagt, die sind recht gut ausgebucht, schon alle. Also das ist jetzt... eben, die anderen sind halt Januar, Februar dort. Aber zum Beispiel, eben, wie gesagt, Messer und Gabel, dort habe ich schon fast voll. Da kann ich fast wirklich nicht mehr so viel nehmen. Bei den anderen geht es noch ein bisschen, aber so viel auch nicht mehr. Und darum ist natürlich, wenn man schnell ist, kommt man den Platz noch über und kann ein spezielles neues Leben halten. Und wir können doch dann auch immer in den Herren mal ein bisschen güchseln, um vielleicht zeigen, wie es hier ist. Und unter Umständen vielleicht eben auch ein bisschen das ermöglichen, was die Menge, die hier sind, eben schon festgestellt haben. Es ist wirklich schön. Also es ist eben auch dann schön, wenn nicht nur die Sonne scheint, wenn eben nicht nur ein Event ist. Also es ist wirklich etwas Spezielles. Schon die Herrenfahrt natürlich und dann eben auch das Restaurant. Genau, das ist so. Wirklich. Das Ding ist, die Leute wissen es nicht oder denken, ja, soll ich nicht. Oder man geht dann halt lieber vielleicht in die Berge rauf. Auf einen Jahr begreiflich, aber da unten ist es einfach wirklich, wenn man es schön richtig hat, ohne Schnee. Es hat auch da ein bisschen Schnee, nicht so viel halt wie in den Bergen, das ist ja so. Aber eben, wie du gesagt hast, die Schifffahrt allein ist schon wert, um dahinter zu kommen. Und man kann schön spazieren. Jetzt zum Beispiel im Dezember machen sie die Fans weg von der Au dafür. Jeden Tag geht ein Türchen auf, da gibt es lebende Tiere in diesen Türchen, es gibt ausgestopfte Tiere. Am Abend ist alles schön beleuchtet, was natürlich ganz, ganz schön ist mit dem Fans weg. Und kann man auch wieder etwas Spezielles erleben. Man kann den Fansweg ablaufen dafür und da etwas trinken oder auch etwas Feines essen. Und so den Abend ausklingen lassen im Nachhinein. Herrgott, nochmal. Elvis, du bist ein richtiger Quitter-Fan, du. Ja, da bin ich ja. Ich bin jetzt seit 7 Jahren da und ich wäre nicht so lange da, wenn es mir nicht gefallen würde.